Ja, hallo, herzlich willkommen zu der Wisdom Factory, mal wieder mit einer deutschen Ausgabe. Und heute bin ich zusammen, also ich bin die Heidi Hörnlein, nicht? Und ich bin im Paradiso Integrale, was ihr hier hinter mir seht, ein wunderbarer Platz in Umbrien in Italien. Und today, jetzt fange ich wieder an, Englisch zu reden. Also heute bin ich hier mit Gabriele Blüm, die ich in einer anderen Gruppe kennengelernt habe und die etwas sehr Interessantes zu berichten hat. Deswegen heißt auch unser Titel für heute Selbstheilung. Und ich denke gerade in der heutigen Situation, wo uns so Big Pharma angepriesen wird und Medizin, Schulmedizin, auf jeden Fall für jedes Kleinigkeit, ist das doch eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man von jemandem hört, der Selbstheilung wirklich praktiziert hat. Und insofern bin ich gespannt auf das, was wir heute erzählen, was du mir erzählst. Und ja, bevor wir ins Thema reingehen, sag doch einfach mal ein paar Wörter zu dir. Habe ich überhaupt schon gesagt, herzlich willkommen zu dir? Dann frage ich dich jetzt nach. Ja, danke. Ja, bin in meinem beruflichen Leben Führungskräftetrainerin, jetzt schon seit über 30 Jahren, also mache Trainings für Unternehmen und soziale Organisationen, hauptsächlich Thema Führung. Bin gelernte Sozialpädagogin, habe aber halt immer im Erwachsenenbereich gearbeitet und habe mich parallel, aber im Grunde seit ich 20 bin, also fast jetzt 4 Jahrzehnte, beschäftigt auch mit innerer Arbeit, Heilung, weil ich leider immer irgendwelche körperlichen Symptome hatte, die doch so gravierend waren, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe dann auch eine Kinesiologie-Ausbildung irgendwann gemacht, habe vor ein paar Jahren eine Ausbildung in systemischen Aufstellungen gemacht, was dann auch jeweils nochmal spannend war und wo ich dann viel im privaten Bereich damit auch gearbeitet habe. 10 Jahre ganz intensiv Kinesiologie, auch mit einer Freundin und jetzt teilweise eben mit Aufstellungen und was mir dann noch weitergeholfen hat, so in meiner eigenen inneren Arbeit. Ja, das ist sehr spannend, weil mit so einem Hintergrund ist man ja natürlich eher geneigt, eigene Wege zu gehen, nicht? Weil man ja Scheinbar schon auch. ja. Ja, klar, wenn du noch nie sowas von Kinesiologie zum Beispiel gehört hast, dann sagst du, was soll das? Da macht einer so und was soll der Kram, nicht? Aber Ja, wenn du dann ja, dich ja. damit beschäftigst und auch merkst, wie das ja wirkt, es war mal hier ein Kurs für Kinesiologie. Und da war das erstaunlich, was nur das Trinken von einem Glas Wasser ausmachen kann, auf Ja, ist so. die Widerstandsfähigkeit ne, dieser Ja. Testmethoden. Und dann ist es dann plötzlich kein Hokuspokus mehr, wenn du das selber erlebt hast, nicht? Und dann bist du sozusagen prädestiniert. Und ich nehme mal an, dass durch unser Gespräch wir Leute ermutigen wollen, sich mit anderen Heilmethoden auseinanderzusetzen und die nicht einfach so abzutun, sondern mal gucken, was da dahinter ist, nicht? Und wie gesagt, auch bei schweren Leiden muss man nicht gleich das Messer ansetzen, nicht? Insofern wollen wir mal gleich ins Thema Ja, einsteigen, können in wir machen. Selbstheilung. Erzähl doch mal, was jetzt also der Anlass des Artikels war und weshalb wir uns auch so zusammentreffen heute und darüber sprechen wollen. Also bei mir war vor eineinhalb Jahren traten am Hals Schwellungen starke auf. Ich kann mal ein Foto zeigen, wenn du magst, vom letzten Mai, wie es da aussah. Ich gehe mal gerade auf Bildschirm. Da habe ich es. Jetzt müsste man sehen. Da sieht man also diese starken Schwellungen am Hals. Das sind Raumforderungen, neutral beschrieben, oder Tumore an der Unterkieferspeicheldrüse. Ich mache es mal wieder raus. Und heute sind überhaupt keine mehr zu sehen. Das ist schon seit November, dass der Hals wieder schön ist, was ich auch sehr genieße und nicht jeden Morgen im Spiegel wieder mit diesen Schwellungen konfrontiert zu sein. Das war aber schon schockierend damals. Also das trat mehr oder weniger plötzlich auf. Also ich habe es abends plötzlich im Spiegel entdeckt.
hatte dann noch so die Hoffnung, es könnte mit irgendwelchen Zahngeschichten zusammenhängen, aber war es dann nicht. Und ich war dann Ende Februar letzten Jahres in der Uniklinik, um es abklären zu lassen. Mein Zahnarzt hatte dann gesagt, wo ich hingehen soll, könnten Speicheldrüsensteine sein. Und im MRT kam halt dann raus, nee, es sind Tumore. Also mir gefällt der neutrale Begriff, der auch im MRT drin stand, Raumforderung besser. Und die wollten es dann Hals aufschneiden und rausmachen, also es dann wirklich komplett aufschneiden, rausmachen. Das war in 3 Kliniken, wo ich war, das, was die empfohlen haben. Und ich habe dann halt, also bei Tumor schwingt ja immer sofort mit Thema Krebs. Und da schwanken die Wahrscheinlichkeiten, dass es Krebs sein könnte, sehr zwischen 25%, 50%. Und die letzte Klinik dann sehr gering, weil es auf beiden Seiten ist. Daran habe ich mich dann gehalten. Und aber ich hatte auch schon, als der sagte 25% und ein bisschen Zeit hätten wir schon, aber ich hatte dann trotzdem erstmal einen OP-Termin ausgemacht, so unter diesem Druck dort. Und es hat aber alles in mir dem widerstrebt, weil ich halt aus den Vorkrankheitserfahrungen mit starker Osteopenie, also so eine Vorstufe zur Osteoporose und auch Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung, hat es mir so widerstrebt, das gleich rausschneiden zu lassen, ohne die Ursache zu kennen. Und ich wusste halt von den vorherigen Erkrankungen, dass immer auch auf seelischer Ebene da irgendeine Ursache ist. Und habe dann echt alle Hebel erstmal in Bewegung gesetzt. Das war dann noch nicht so stark Selbstheilung, sondern erstmal Ursachenforschung und mein Netzwerk nutzen. Und habe dann an einem Nachmittag eine Familienaufstellung, eine Kinesiologie-Sitzung ausgemacht und noch 2 Beratungstermine, sodass ich dann in den nächsten 5 Wochen erstmal Beratungstermine hatte. Habe den OP-Termin abgesagt. Also, weil eine Ärztin, die mich schon lange kennt, die sagte, sie hat nochmal recherchiert, das könnte im Rahmen einer Autoimmunerkrankung sein. Und es fühlte sich so stimmig an. Das war gerade vor der Fastenzeit und ich hatte eh beschlossen, fürs Fasten nehme ich mir dieses Jahr vor, das Funktionieren zu fasten. Weil das ein Thema war, was ich schon seit so 1-2 Jahren zeigte, immer dieses Funktionieren, schon mein Leben lang. Und dann habe ich beschlossen, okay, Raumforderungen, jetzt faste ich auf jeden Fall das Funktionieren und komplett streichen und habe dann diese Beratungstermine ausgemacht. Und da kam dann 2-mal die Empfehlung. Kann ich dich was fragen? Ja, zu diesem Funktionieren. Du meinst damit, dass du vom Kind auf sozusagen gesagt bekommen hast, du musst funktionieren und immer alles richtig machen, alles recht machen? Oder was meinst du damit? Ja, also und funktionieren war, Fasten dann? Ja, es geht um dieses alles richtig machen, das machen, was erwartet wird. Und ich glaube, das habe ich schon ganz, ganz früh gehabt. Also so dieses, ich muss das machen, was erwartet wird, brav sein. Also so als kleines Kind ist es ja dann eher brav sein erstmal, damit ich überhaupt noch irgendwie Liebe bekomme. Und das habe ich, glaube ich, bravourös gemacht. Also ich glaube, ich war ein sehr braves Kind und gute Schülerin und das mein ist Leben ja auch lang. Ja, von unserer Gesellschaft gefordert, nicht? Und wer nicht so brav ist, der wird dann auch sanktioniert. So. Genau. Ich habe es auch mein Leben lang probiert, also als junge Frau oder als Kind, brav zu sein, habe es aber irgendwie doch nie geschafft, weil ich doch ständig immer wieder Ermahnungen kriege, dass ich mit dem Kopf durch die Wand wolle. Und ich habe doch gedacht, ich mache doch alles, und was ihr wollt. Und scheint nicht so funktioniert zu haben. Da scheint irgendein Teil gewesen zu sein, der das nicht so passend fand. Ja, ja. Okay, und was heißt dann Fasten dahingehend, das Funktionieren Fasten? Was ich meinst du einfach damit? Also mit der, das hatte ich vor, und dann als diese Diagnose war und ich gelesen habe, Tumore, und dann ist ja immer dieses Krebs vielleicht, und dann habe ich beschlossen, okay, jetzt ist Schluss mit Funktionieren, und dann ging das auch. Also ich habe dann einfach mich nur noch darum gekümmert, beruflich stand eh nicht so viel an,
und habe dann einfach beschlossen, okay, jetzt mache ich, was mir gut tut. Und habe aber ganz lang gebraucht, also es kam dann bei zwei von den Beratungsterminen, zwei verschiedene Beraterinnen, die beide sagten, mehr für die Seele tun, malen oder mit Holz arbeiten oder so. Und als dann die zweite auch noch damit kam, habe ich gedacht, na gut, dann mal ich halt. Und dann dachte ich, dann mal ich mal dieses Raumforderung, was das Symptom war, und habe als erstes Bild gemalt, was fordert Raum in mir. Also ich habe es auch da, wenn du magst, kann ich es mal zeigen. Ja, gerne. Ich habe es mal hergestellt. Oh ja, das kann man sehen, die Ausdehnung, nicht? Ja, und die verschiedenen raumfordernden Elemente. Ja, ja, also es sieht wirklich irgendwie danach aus. Und habe in einer anderen Art gemalt als sonst. Also ich hatte früher auch schon manchmal aus der Kinesiologie heraus Hausaufgaben gemalt. Da hatte ich aber immer eine feste Idee. Also das erste Bild war eine Meerjungfrau in einer bestimmten Haltung. Da wusste ich vorher, was ich malen will. Und dann habe ich versucht, auf die Leinwand zu bringen. Und die Bilder jetzt, die ich gemalt habe, die sind alle so, dass ich mich mit dem Thema verbinde. Also was fordert Raum in mir? Mir diesen Satz nochmal sage. Und dann gucke, welche Farbe spricht mich an? Welcher Pinsel soll es sein, also breit oder schmal? Und welche Bewegung will meine Hand machen? Und dann so nach innen spüre, also ein bisschen wie wenn man Stellvertreter in einer Aufstellung auch ist. Was ist da in mir? Und wenn ich dann gespürt habe, welche Bewegung die Hand machen will, habe ich sie gemalt, solange ich es gespürt habe, ohne zu wissen, was da kommt. Also ich wusste dann nur, was weiß ich, Strich, Halbkreis oder sonst was. Und dann habe ich wieder das Thema gesagt, und dann wieder derselbe Prozess. Und so sind die Bilder entstanden. Also die am Anfang, die haben auch alle eher eine Stunde oder so gebraucht, weil das halt ganz viele Farben waren und ganz viele Bewegungen. Und so am Schluss ist dann immer friedlich geworden. Und das war eben bei dem ersten Bild auch schon so verblüffend, so dieses, was da erst an sehr raumfordernden Bewegungen war. Und am Schluss hat sich's ganz friedlich angefühlt. Und das fand ich faszinierend. Und das hat mich irgendwie dann auch dazu gebracht, öfters, also immer wenn irgendwas auftauchte, so innerlich, was Thema gerade ist oder mich beschäftigt hat. Und am Anfang war ja der Druck wahnsinnig hoch, auch so durch diese Diagnose. Und dann habe ich es einfach gemalt, habe geguckt, was ist denn das Thema oder alles, was mir auffiel irgendwie, was nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Und habe das immer als Thema genommen und gemalt. Ja, das ist spannend, was du auch erwähnst, dass es von selber kommt, wenn du es ihm erlaubst oder ihm oder ihr oder was auch immer es. Ja, ja. Ja. Also ich kann das in gewisser Weise in mir aufsteigen lassen. Und also so am Anfang war noch gar nicht so stark, dass dann auch so Gefühle rauskamen. Und ich habe dann auch noch nicht so oft gemalt. Also da war das so alle paar Tage. Irgendwann wurde es dann echt so, also in Spitzenzeiten, wo ich so 5 Bilder manchmal am Tag gemalt habe, weil so viele an Themen waren. Und es bei der Hälfte der Bilder vielleicht, würde ich sagen, die ich gemalt habe, war dann wirklich das bei diesen Bewegungen oder manchmal auch schon davor, dann wirklich auch Gefühle kamen. Also entweder Schmerz, also Weinen, teilweise echt richtig heftig. Also gibt Bilder, da habe ich dann echt auch geschrien, weil der Schmerz so stark war innerlich oder getrampelt, um das irgendwie auszuhalten. Das war so das ganz Extreme. Oder Wut auch, also wo ich richtig auf die Leinwand gehämmert habe. Also wo ich manchmal schon dachte, gut, dass die so stabil ist und kein Loch entsteht, weil ich wirklich mit dem Pinsel richtig auf die Leinwand mehr oder weniger gehauen habe und meine Striche gemalt habe. Und am Schluss war jedes Bild aber friedlich. Also das, was hier auch so im Hintergrund hängt, sind alles solche Bilder, die so entstanden sind. Und es sind praktisch immer, wie bei einer Aufstellung, diese friedlichen Schlussbilder, wo dann ein Prozess
der Seele irgendwie zu einem Abschluss, zumindest zu einem vorläufigen gefunden hat. Ja, wahnsinnig spannend, dass man die Möglichkeit hat, den Kopf und das Wollen auszuschalten und es geschehen zu lassen. Nicht? Es ist ja eigentlich auch spirituelle Lehren deuten ja darauf hin, dass wir das loslassen sollen, das Denken loslassen sollen und alles. Und ich glaube, dass die meisten Menschen ja schon Schwierigkeiten haben. Also ich ganz sicher, ne? Weil da ist immer da der, ach, das muss doch aber jetzt so sein und das muss doch aber so sein, muss doch aber so sein. Ne? Und das funktionieren eben, ne? Dass man entsprechend der eigenen Vorstellung, muss ja nicht immer der Vorstellung der anderen sein, sondern der eigenen inneren Kritiker und ähnliche Gestalten, die einen dann in die Zange nehmen wollen, nicht? Und das zu schaffen, da rauszugehen und wirklich zu gucken. Also ich habe ein ganz komisches Beispiel, wie ich das manchmal mache, um das zu üben. Dann fahre ich im Auto und überlege mir, gehe ich einen Cappuccino trinken oder nicht? Und dann sage ich mir dann zu mir, na, guck mal, wo ich hinfahre. Ja? Und dann sehe ich, entweder biege ich ein oder ich biege nicht ein und fahre weiter. Denke ich, aha, okay, kein Cappuccino heute. Ja. Nächstes ist das so ähnlich? Folgen dieser inneren Bewegung und es ist spannend, was sich dann so zeigt. Also ich weiß bis zum letzten Moment nicht, was bei dem Bild rauskommt. Also zum Beispiel das, was hinter mir hängt, das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Schriftzeichen, ein asiatisches oder so. Weiß nicht, ob man's... Ja, genau, wie diese, ja, die japanische Kunst, ja. Und das war ein extrem langes Bild, also das hat über 2 Stunden gedauert, was... also nur 3-4 Mal überhaupt passiert ist in der ganzen Zeit. Und es war, bevor dieses Zeichen als letztes kam, waren es bestimmt 20 Schichten. Und es war vor diesem Zeichen nur getupft. Das war die letzte Bewegung davor. Und dann kommt plötzlich dieses Zeichen und dann war es plötzlich auch schön. Deswegen habe ich es auch aufgehoben und nicht wieder übermalt. Aber ja, man weiß es nicht, sondern es entwickelt sich. Und das ist das, also ich verstehe die Bilder oft gar nicht. Manchmal verstehe ich sie und kann richtig nachvollziehen, was da jetzt als Prozess passiert ist. Und es wird mir im Nachhinein klar. Und dann gibt es Bilder, da kapiere ich gar nichts. Und dann frage ich so nach innen, passt das? Stimmt das? Und dann kommt ganz klar, ja. Und ich merke, es ist so eine Resonanz der Seele. Und ich verstehe es mit dem Kopf nicht, aber ja, wenn es die Seele versteht, ist auch gut. Oder auch meine inneren Kinder verstehen es. Also ich habe das ganz stark kombiniert, weil ich die Jahre davor schon ganz viel mit meinen, ja, ich habe es innere Kinder genannt, also so Erfahrungen, die man in einem bestimmten Alter gemacht hat. Und mir hilft so diese Vorstellung, dass da die verschiedenen inneren Kinder existieren, weil ich sie auch so gespürt habe. Und dann habe ich mich oft nach den Bildern gefragt, war da ein inneres Kind betroffen und welches Alter? Und habe das so eingrenzen können. Da kam dann oft auch nochmal viel Gefühl, also viel Schmerz raus. Und habe dann auch immer geguckt, was ist denn das Thema? Also da war ich dann einfach auch zu, ich wollte es einfach wirklich bearbeitet haben. Und habe dann oft geguckt, ich habe mir oft mit Kartenziehen aus irgendwelchen Kartensets geholfen, um nochmal Hinweise zu bekommen, weil ich so in der Kinesiologie auch gearbeitet habe mit so ganz guten Texten und habe es dann für mich geguckt, welches ist es. Und das hat mir oft weitergeholfen, um das Thema dann noch fertig zu bearbeiten. Aber das kam auch erst so mit der Zeit. Am Anfang habe ich es einfach nur gemalt und gemerkt, ah, das ist gut, irgendwas ist in Frieden gekommen. Und so habe ich das immer weitergemacht. Okay, du hast praktisch es komplett spontan geschehen lassen und erst später dich dann gefragt, welcher Anteil in mir war da federführend oder pinselführend in dem Falle. Ja. Und was bedeutet das für mich? Das heißt, es sind praktisch 2 Prozesse. Das erste ist der spontane Malprozess und dann dein eigener Interpretationsprozess. Hast du da irgendwelche
Vorlagen gehabt, wie du das interpretierst, oder hast du das auch von dir, also Selbstbefragung, Selbstintuition oder? Ja, also das hat sich jetzt gewandelt. Ich habe am Anfang, weil ich aus meiner Kinesiologiearbeit, wo ich mit Blütenessenzen und so auch gearbeitet habe, und den Texten dazu, habe ich einfach diese Textsets genommen und damit gearbeitet und dann intuitiv, also über Karte ziehen oder so, den Text geguckt. Und ich habe ja gemerkt, wann ich emotional reagiere. Also in dem Moment, wo ich die richtige Textstelle hatte, kamen einfach auch die Tränen oder so. Und dann hat es irgendwann nach Monaten nicht mehr gescheit funktioniert, dass ich das Gefühl hatte, ich kriege immer die falschen Karten und es ging nicht mehr. Und dann, das war scheinbar so der Zeitpunkt, wo ich stärker nur in mir spüren sollte, um was geht's denn? Und habe seitdem dann innerlich eher abgefragt, hat es was zu tun mit Familie oder mit was auch immer oder mit welchem Thema, und habe versucht, das so innerlich abzufragen und zu gucken, wo reagiere ich, wo ist eine Resonanz. Und das hat dann auch funktioniert. Also das ist ein bisschen schwieriger, fand ich, aber das mit dem Kartenziehen nicht mehr funktioniert, scheinbar, damit ich mehr in die Intuition gehe. Und wie hast du es geschafft, überhaupt erstmal damit anzufangen, dieses Vertrauen zu haben, dass das was ist, und das Vertrauen zu behalten, ja, in diesem Prozess, dass du wusstest, ja, ist vielleicht wahrscheinlich auch wieder intuitiv, denke ich, aber sagen wir mal so, wie hast du dich gegen den Verstand gewehrt, der gesagt hat, aber eigentlich solltest du doch lieber Medizin XYZ nehmen? Ja, da war einfach die Vorerfahrung aus den anderen Erkrankungen, dass ich die ganz gut in den Griff bekommen habe mit diesen, mit dieser inneren Arbeit. Von daher, und ich habe gemerkt, ich komme, also erstens habe ich gemerkt, wie viel Schmerz in mir war, mit dem ich auch gar nicht unbedingt gerechnet hätte noch so stark, weil ich arbeite seit fast 40 Jahren an inneren Themen und gerade die letzten mindestens 20 Jahre sehr intensiv auch. Und ich habe aber trotzdem gemerkt, weil so ein Überlebensmuster war bei mir, einfach Gefühle mal lieber abdrehen und nicht spüren. Und ich habe gemerkt, wie gut ich an meine Gefühle drankomme, durch das Malen und durch diese Arbeit mit den Texten. Und dass sich auch was verändert hat. Wobei das mit dem Thema Funktionieren echt harte Arbeit war. Das hat 4 Monate gedauert, bis ich das Thema durch hatte. Und ich habe gemerkt, also es ging gut, solange ich in den ersten 4, 5 Wochen jede Woche einen Termin hatte. Das war wunderbar. Und danach wurde es schwierig und ich habe so gemerkt, dass ich immer noch morgens aufwache und der erste Gedanke ist, was steht heute an, was und wie mache ich es optimal. Das sind auch so Talente von mir, aber halt in einem Übermaß vorhanden. Und dann habe ich beschlossen, ich muss jetzt gar nichts tun. Dann habe ich Sabbatical gemacht. Also theoretisch Sabbatical mit mir selber, bin ja meine eigene Arbeitgeberin. Jetzt muss ich gar nichts tun. Dann habe ich gemerkt, selbst Spaziergang machen, Sonnenbad nehmen und Kuchen backen werden zu To-Dos, die ich machen muss. Also ich kam nicht raus aus diesem permanent, wie mache ich es am besten, wie kriege ich es unter, obwohl überhaupt kein äußerer Druck war. Und das letzte Bild aus diesem Prozess war dann das hier, das steht bei mir im Schlafzimmer, weil es mich daran so erinnert. Und es, also gefühlt habe ich da den ganzen Vormittag nur geweint beim Malen. Also das Bild hat 1 Stunde, glaube ich, gedauert. Und das Wichtige war, das sieht man jetzt natürlich nicht, aber diese Bewegung, diese Halbkreise so außenrum, das war eine so liebevolle und sorgsame Bewegung für mich selbst. Also ich habe nur geweint, aber das war es, worum es ging. Und seit dem Moment war es durch, das Thema in dieser Krassheit, also dass es so extrem war. Und es ist schön, das zu sehen, weil du sagst, dieses Liebevolle, das kann ich erspüren in diesen bläulich-weißen
wie Blütenblätter, die Ja, so dieses sieht's aus, Zentrum aber der die Form, die Frucht. du machst, die ist es. Also so dieses, wie wenn man jemandem über den Kopf streicht oder so. Genau, genau. Und auch so eine Beschützung, nicht? Des Inneren, Ja. dieser orange, ich würde mal sagen, Blütenkelch oder so, die dann von diesen Blütenblättern so sanft umgeben wird. Ja, Schön. da sind wir dann immer bei der Interpretation. Also das, so wirkt es von außen, das weiß ich. So Wie eine wirkt es auf mich, Blüte. ne? Die ich ja den Prozess nicht erlebt habe, sondern nur das Ja. Bild sehe, was mich aber sehr anspricht. Und es ist diese Bewegung. Und das ist das, wo ich merke, da passiert scheinbar beim Malen schon was. Also dieses Ausdrücken der Bewegung, die macht was. Also das sieht man dann anschließend nicht, weil da ist es erstmal ein Halbkreis, den kann man so oder so malen. Können auch leichte Halbkreise sein oder schwungvolle. Und das waren so ganz liebevolle, sorgsame, langsame auch. Und das hat irgendwie, also da habe ich richtig gespürt, es heilt was. Und das Frappierende war, also zum einen war es in dem Moment echt mit dem Funktionieren besser, also keine Phänomene mehr morgens beim Aufwachen, dass ich als erstes so diese Rattermaschine hatte, was mache ich und wie am besten. Und die linke Raumforderung fing an kleiner zu werden. Also ich habe die ja auch spüren können und sehen können. Und im August war sie dann nicht mehr zu sehen. Also nach, das waren dann ein paar Wochen, braucht ja ein bisschen Zeit, und die ging dann echt zurück. Da interessiert mich jetzt zu wissen, wie hast du das dann gemacht mit diesen Anforderungen? Wenn du in den Spiegel guckst, hast du da gedacht, oh, jetzt muss das doch aber weggehen und Ja, jetzt ja. habe ich es noch nicht und es muss doch nur endlich mal und bla 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 bla? Also das ist schon so ein Motor. Und so habe ich alle Krankheitssymptome bisher erlebt, weil die halt alle nicht so mit leichter Schulter zu nehmen waren. Also es hat mich immer im Alltag null eingeschränkt. Ich konnte meinen Job machen, alles. Aber sie waren trotzdem so, also ich wollte weder Knochenbrüche ab 50 haben, noch wollte ich eine aufgefressene Schilddrüse haben. Also die waren immer schon so gravierend. Und ja, und das treibt schon. Und jeden Morgen das zu sehen, hat auch angetrieben. Und also ich hätte mich auch nie als ehrgeizig beschrieben. Aber ich habe dann gemerkt, ich bin tatsächlich ehrgeizig, weil was für mich am schönsten gewesen wäre, nach 6, 7 Monaten zu meinem Arzt in der Uniklinik gehen zu können und sagen zu können, Sie sind ganz weg und ich habe es in einer Rekordgeschwindigkeit geschafft. Und da habe ich gemerkt, hoppla, da ist doch Ehrgeiz da. Habe ich dann natürlich auch bearbeitet und gemalt und so. Aber trotzdem, es treibt mich an. Also es ist ja immer noch nicht ganz weg, man sieht es nicht mehr, aber sie sind noch vorhanden. Ich spüre sie auch noch, also auf der rechten Seite, das spüre ich, es wird kleiner, aber es ist jetzt echt zäh. Und ich habe so das Gefühl, der Körper ist sehr, oder die Seele ist sehr gründlich. Also und es sind schon auch noch Themen, wo ich merke, da ist was nicht rund in meinem Leben. Von daher ist auch folgerichtig, wenn das Symptom noch nicht ganz weg ist. Und es treibt mich weiter an, was ja auch gut ist. Also es hat ja auch eine positive Funktion. Absolut. Aber es motiviert mich auch, gemerkt zu haben, es tut sich was. Also weil du fragtest, wie habe ich mich dafür motiviert oder was hat mich angetrieben, das treibt eben schon auch an. Ja. Die Frage, hast du es dann jemand von den Ärzten gezeigt und was war deren Reaktion? Also ich oft wollen war ja noch schon nicht wieder in der Uniklinik, das mache ich dann echt am Schluss. Aber ich war dann ab August, wo dann die eine nicht mehr spürbar war, bin ich dann zu meiner Hausärztin gegangen, die auch Ultraschall machen kann. Und seitdem bin ich in regelmäßigeren Abständen dort gewesen, um Blutbild und Ultraschall zu machen. Und die hat dann eben gesagt, ja, ist weg, ist nicht mehr zu sehen. Und ja, was sagen die? Teils schon auch, ja, toll, dass das so weggegangen ist. Aber die sind da eher zurückhaltend. Ich glaube, die haben immer so im Hinterkopf, müsste man vielleicht doch mehr machen, aber,
Aber sie merken auch sehr klar, ich will nicht. Also, weil es ist für mich keine Alternative, rausschneiden. Also es will mir ja was sagen, dass da was nicht in der Balance ist. Das spüre ich auch in meinem Leben und bin halt nach wie vor dran, auch die restlichen Themen jetzt noch zu bearbeiten. Also, so eine Behandlungsmethode hat natürlich auch Nachteile. Denn jemand, der denkt, ich habe jetzt irgendwas und nimmt eine Pille oder nimmt eine Impfung oder sonst irgendwas, der denkt, na, jetzt ist das ja geregelt. Aber deine Methode, die braucht ja wirklich Engagement von dem einzelnen Menschen. Ne? Was soll ich dich jetzt da fragen? Hast du eine Beurteilung, welche Menschen das leisten können und welches vielleicht doch lieber in der traditionellen Methode versuchen? Also das eine erstmal so vorweggeschoben, das muss jeder für sich selber spüren. Wie viel Schulmedizin macht man? Hätte man mir gesagt, das ist Krebs, weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte. Ob ich es dann hätte rausschneiden lassen und trotzdem die innere Arbeit auf jeden Fall gemacht oder nicht, schwer zu beurteilen. Da muss man irgendwie in der Situation stecken, um zu spüren, was ist das Richtige. Also ich kann mir da auch gut eine Kombination vorstellen. Das soll keine Aufforderung sein, keine Schulmedizin zu nutzen. Ich habe es jetzt nur homöopathisch begleiten lassen die ganze Zeit. Also es braucht schon so einen, im Grunde ist es eine bestimmte Haltung, also eine ganzheitliche Sichtweise. Also ich habe halt erlebt, dass Körper, Seele und Geist oder wie auch immer man es nennen will, dass das ein Zusammenspiel ist. Und das hatte bei allen bisherigen Krankheitssymptomen wirklich eine entscheidende Wirkung auf mein Leben, die aber durchaus positiv war, wie ich mich dann in bestimmten Bereichen entwickelt habe. Und ich habe es immer so erlebt, dass ich immer freier werde und immer mehr, glaube ich, der Mensch, der so in mir steckt. Also immer mehr ich selber und immer weniger irgendwas, was ich übernommen habe oder gelernt habe. Und das ist das, was mich immer motiviert hat, weil ich gemerkt habe, es wird besser. Leicht ist es nicht. Also es ist eher, man braucht schon so eine gewisse Zähigkeit. Und auch, dass man die Rückmeldung praktisch eher davon kriegt, dass man merkt, boah, es löst sich was. Also ich bin dann einfach immer auch froh gewesen, puh, der Schmerz ist raus. Das habe ich schon mal nicht mehr in mir drin gespeichert. Wunderbar. Also das motiviert ja auch, das zu merken. Aber es ist eher wie ein Marathon. Und so jetzt im Winter hatte ich wirklich, wo dann bald ein Jahr um war, oder in den letzten 2-3 Monaten hatte ich manchmal auch das Gefühl, na, haben sie den Marathon nochmal um 3 Kilometer verlängert. Also es ist wirklich schon sowas, ja, zäh, aber wenn ich es mir dann anschaue, auch notwendig. Also das sind schon im Moment noch gerade sehr wichtige Punkte, die passieren und Schritte, wo ich mir denke, das ist für meine ganzen nächsten Jahrzehnte, die ich hoffentlich noch habe, wichtig auch, dass ich das jetzt mache. Und von daher ist es in Ordnung. Aber manchmal bin ich auch einfach down und laufen mir die Tränen, weil es einfach anstrengend ist. Und wo dann manchmal Freunde auch wieder sagen, boah, schau dir an, was du alles schon geschafft hast und wie weit du gekommen bist. Das muss ich mir dann auch vor Augen halten. Ja, Selbstmotivation immer wieder. Aber ich glaube, das ist normal in allen Prozessen, dass Zweifel aufkommen. Aber ich wollte nochmal darauf zurückgehen, dass es eine ziemlich starke Bereitschaft erfordert, was über sich selber erfahren zu wollen und nicht die Emotionen ausweichen. Denn in der Kindheit haben wir die Emotionen nicht ohne Grund irgendwo versteckt, ne? Weil das hat ja einen totalen Überlebenssinn. Aber sich denen jetzt nochmal zu stellen, ist natürlich nicht einfach. Und wenn du so ein Routineleben hast, dann doch, es geht ja doch eigentlich recht gut, warum solltest du das machen? Ne?
Und du hast aber ganz schön klar gesagt, das ist persönliches Wachstum. Und ich denke, wir wissen ja aus integraler Theorie, dass manche Leute eben persönliches Wachstum nicht unbedingt als wichtig empfinden, nicht? In bestimmten Entwicklungsstufen. Ja. Und andere wieder in anderen Stufen möchte man mehr erfahren und mehr über sich und die Welt und so weiter. Ne? Insofern denke ich mir, dass es durchaus berechtigt ist, wenn manche Leute den vielleicht im ersten Moment leichteren Weg, Pillen und so weiter und Operationen wählen, weil sie wahrscheinlich aus ihrer Voraussetzung her gar nicht fähig wären, so einen Prozess durchzumachen, vor allen Dingen alleine. Weil das kommt ja noch dazu, dass es ja praktisch gegen den Mainstream ist. Mainstream, gehst du zum Doktor, kriegst ein Rezept, schmeißt was ein, nicht? Und wenn dann du in der Familie jemand hast, der sagt, komm, mach doch mal was Gescheites und tu doch mal nicht so und so, ist es ja noch sehr viel schwieriger. Ne? Da gehört eine gewisse Gefestigkeit dazu und eine gewisse wirklich Neugier auch. Mhm. Ne? Und es muss sich stimmig anfühlen. Also das sagte mir eine Ärztin, die das mit der Autoimmunerkrankung am Anfang auch ins Spiel gebracht hat. Die sagte, das Wichtigste ist, es muss sich für mich stimmig anfühlen. Also da gibt es wohl auch Studien dazu, die sowas sagen. Und das, ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn man das Gefühl hat, rausoperieren und man macht was begleitend oder man macht gar nichts, weil man sagt, nee, will ich nichts mit zu tun haben, das lasse ich mal lieber da unten, dann muss man das machen. Also ich glaube, es muss sich stimmig anfühlen, damit da, weil das gibt auch die Stärke, also zu sagen, nee, also mir hat das innerlich so widerstrebt, das rausschneiden zu lassen, weil das doch ein Körper, also das hat ja eine Funktion, das ist ja nicht einfach nur, da wächst was, sondern die Unterkieferspeicheldrüse hat eine Funktion. Man kann wohl gut ohne die leben. Eine Seite sind 15% der Speichelproduktion, also nicht so gravierend. Aber trotzdem, irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist doch ein Teil von mir, den kann man nicht rausschneiden, einfach ohne was anderes probiert zu haben. Und dadurch, dass es eher kleiner geworden ist, war das wie so ein positives Feedback des Körpers, bist auf dem richtigen Weg, dass das jetzt so zäh ist und ich immer noch nicht ganz durch bin, ist anstrengend. Andererseits, wenn ich mir anschaue, was ich schon geschafft habe oder welcher Schmerz raus ist und wie viel freier ich dann da auch bin, also wo mein Leben einfach besser geworden ist, das ist dann auch wieder motivierend zu sehen. Aber es ist schon, na, Marathon ist auch nicht lustig auf den letzten Kilometern. Also. Ich möchte ein bisschen von mir teilen. Ich habe vor 17 Jahren eine Krebsdiagnose gehabt und habe mich damals für die Operation entschieden. Ich war natürlich ein bisschen in Angst, aber es war auch eine andere Motivation dahinter. Und zwar war ich damals sehr in Spiritualität und so weiter. Und da habe ich gedacht, dass das jetzt eine Art Prüfung ist, zu gucken, wie komme ich damit hin? Wie erlebe ich das? Und ich kann mich ganz sehr erinnern, wie ich mich auf die Operation vorbereitet habe, auch psychisch und so weiter, und mit Musik in Meditationsstimmung zu gehen. Dann, als sie mich dann kurz vorm Operationssaal noch haben stehen lassen, durfte ich meine Musik nicht mitnehmen. Dann habe ich dann den Kühlschrank, der da rumorte, als Musik verwendet, um mich in so eine meditative Stimmung zu bringen. Und auch nach der Operation, dann hatte ich ja wahrscheinlich Morphium oder sowas, dann habe ich gemerkt, wie die Leute dachten, ich bin gar nicht da, aber ich habe ja alles mitgekriegt. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist es wohl, was die Leute denken, das ist ganz tiefe Meditation. Dass du da bist, aber die Leute denken, du bist nicht da und du kriegst, ich habe alles mitgekriegt, ne? Und ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn ich hätte wollen, hätte ich rausgehen können. Aber der langen Rede kurzer Sinn, es war wie eine Art von Prüfung. Jetzt bist du nicht mehr unversehrt. Mhm. Und was bedeutet das? Ja, und ja, ich fand es spannend, diese Entscheidung. Ja? Ja, und habe mich damals nicht entschieden, das auf anderen Wegen zu machen. Aber
Jeder macht es auf seinem Weg. Aber ich habe trotzdem was gelernt. Genau, also ich denke, es muss stimmig sein. Und dann, mich auch noch motiviert hat, ist so, oder immer wieder motiviert, wenn ich dann Geschichten von anderen mitkriege, oder ich habe auch an einem Selbstheilungskongress teilgenommen. Und wenn ich da höre, auch Leute sogar im Krebsstadium, viertes Stadium oder sowas, und die dann oft schon aufgegeben waren, unheilbar, und die dann in ihrem Leben Sachen umgestellt haben und wieder gesund wurden. Also so Geschichten haben mich dann auch motiviert, oder von der Kelly Turner, die das in einem Buch auch zusammengefasst hat, Wege in ein krebsfreies Leben, wo einfach Sachen drinstehen und auch auf dem Kongress gesagt wurden, was haben die Menschen gemacht? Und ein großer Teil war immer dieses an den inneren Themen arbeiten. Und dann denke ich, ja, ich mache weiter. Und vielleicht müsste ich es eines Tages ändern. Also sollte sich da eine Diagnose verschlechtern. Aber ich glaube es nicht. Also, und ich glaube, es ist auch Prävention für die nächsten Jahrzehnte. Also das, was da so drin gesteckt hat und auch teilweise, also ich hatte es einmal letzten Sommer, das war so das markanteste Erlebnis beim Malen. Da war ich so an Themen dran, die Dauerstress in mir machen. Und dann in einem Bild tauchten auf, also ich habe es dann ja erst anschließend gesehen, da waren dann drei Kreuze nebeneinander plötzlich auf dem Bild. Im Kopf kam der Satz, gekreuzigt, gestorben und begraben, der ja krass ist. Und dann habe ich gemerkt, also dann habe ich furchtbar geweint. So einen Schmerz hatte ich in meinem Leben vielleicht einmal vorher gespürt. Aber es, also wirklich, ich glaube, 20 Minuten geweint auch. Konnte gar nicht weitermalen in dem Moment. Und dann ist mir aber so klar geworden, ich weiß nicht mehr genau, ob währenddessen schon oder danach, da ist eine Hoffnung bei einem mir sehr wichtigen Thema, was damals war, da ist eine Hoffnung gestorben. Und ich habe an dem Thema in den Jahrzehnten schon ganz viel gearbeitet. Und es war so ein Schmerz noch drin, dass ich in einer bestimmten Art nicht richtig bin, wie ich bin. Und war Wahnsinn. Und dann war das raus. Und ab dem Moment hat der Rechte angefangen, kleiner zu werden. Also ich konnte im Herbst, wo mein Ehrgeiz ja auch noch da war, ich konnte im September teilweise wirklich von morgen zu morgen sehen, dass das weniger wird. Und dachte dann schon, na, wenn das so weitergeht, bin ich Ende September, ist das durch. Also es war wirklich frappierend. Es hat dann trotzdem noch mal bis Weihnachten angehalten, dass das betroffene Alter sich dauernd gemeldet hat, weil da so viele Facetten mit dem Thema verbunden waren. Aber der Hauptschmerz war mit diesen drei Kreuzen, die da im August waren, durch. Und die ganzen anderen Facetten Schritt für Schritt. Und ich glaube, war irgendwann in den Weihnachtsferien, habe ich dann ein Bild gemalt, wieder für diese Altersstufe. Und da habe ich vor Freude geweint, weil das war so berührend zu erleben, wie heil das geworden war. Ich kann es nicht mehr genauer inhaltlich sagen, was war, aber es war plötzlich so heil geworden und das war richtig spürbar. Da habe ich dann echt vor Freude geweint, weil es nach 4 Monaten oder 5 dann so ein Bogen zu Ende ging und seitdem die Altersstufe auch nahezu überhaupt nicht mehr aufgetaucht ist. Es ist einfach geheilt. Also, und das ist auch so die Erfahrung mit den inneren Kindern. Also inzwischen sind sie nahezu komplett geheilt. Ganz selten, dass mal eins noch sich meldet. Aber die sind immer heiler geworden und einfach in Frieden ist es in mir. Und da wird nichts mehr angetriggert. Also das ist so das, wie ich es dann im Alltag erlebe. Es ist wirklich wunderbar. Und wenn man dich so erlebt mit dieser Fülle und Lebendigkeit und Freude und, wie kann ich Ihnen das sagen? Ich will nicht sagen Vollkommenheit, aber mir hat es so einen Eindruck, dass du das ausstrahlst. Mhm. Ja? Dieses, die Zuversicht, dass man selber was machen kann und dass das okay ist, was du machst, dass die Intuition gestimmt haben und nach wie vor stimmen, wenn man sich darauf einlässt. Und jetzt habe ich eine Frage. Hast du daran gedacht, das zu teilen mit Menschen? Vielleicht so eine Art
Coaching zu machen, Coaching im Sinne von anhören und die Leute ermutigen, die auf so einem Weg sind, die sich begeben wollen, aber sich nicht trauen, aber irgendwo schon spüren, es wäre eigentlich das, aber schaffe ich das überhaupt? Ja, also ich glaube, das ist das, was ich anbieten könnte. Also zum einen einfach diese Methoden auch vermitteln, weil ich so das Gefühl habe, das ist was, wie man sich selbst begleiten kann. Also ich habe mich trotzdem dann seit August hatte ich dann wieder so einmal im Monat einen Termin mit einer Beraterin, die mich quasi gecoacht hat oder wie auch immer man es bezeichnet, aber wo auch immer wieder mal Impulse kamen. Aber das war trotzdem nur einmal im Monat ein Termin. Und ansonsten finde ich, sind das so Instrumente, diese sowohl die Arbeit mit den inneren Kindern als auch dieses Malen. Das kann auch was anderes sein, wenn jemand mit Holz arbeitet oder mit Ton ist. Also ich glaube, oder mit Schreiben, ich glaube, es funktioniert alles. Es ist eher dieses Innere aufsteigen lassen. Also einmal diese Instrumente zu vermitteln, damit jemand ein Handwerkszeug hat und auch in der Lage ist, das selber quasi einzuüben. Und da steigt ja dann auch die Erfahrung und man kriegt es selber immer besser hin. Es war am Anfang auch noch nicht so ausgetüftelt, wie es jetzt ist, einfach durch die jahrelange Erfahrung. Und ich kann mir aber auch vorstellen, wenn jemand sagt, ich habe es letztens schon mal bei jemandem gemacht, dass sich jemand an ein Thema selber nicht rantraut, weil er einfach Angst vor dem hat, was da unter dem Deckel kommt, dass ich dann einfach da bin und quasi den Raum halte für dieses, was da an Schmerz kommen will. Und die Erfahrung ist auch sowohl bei mir selber als auch bei anderen, die, ja, wir selbst, der Körper, die Seele, muten uns nicht mehr zu, als wir packen können. Also ich habe es nie erlebt, dass mehr rauskam und ich anschließend dann nicht mehr in der Lage war, irgendwie mein Leben zu führen, sondern es kam immer so viel, wie es noch erträglich war. Und beide Prozesse sind aber ja so angelegt, dass was in Frieden kommt. Also gerade auch bei diesem Malen. Ich male ja so lange weiter, bis kein innerer Impuls mehr zu dem Thema ist. Und wenn es zur Not, wie bei dem Bild, 2,25 Stunden dauert, ist dann auch anstrengend einfach das Stehen. Aber dann ist es im Frieden. Und also ich glaube, ich könnte sowohl so einen Prozess, wenn jemand Angst hat, was da kommen könnte, da sein und begleiten. Ich habe auch schon mal mit meinem Cousin in Amerika zusammen online das gemacht. Es ging auch, also weil der sich nicht ans Malen traute. Da haben wir das als Thema genommen. Aber eben auch einfach diese Instrumente zu vermitteln. Wie mache ich denn das? Und was man ja an einem vorhandenen Thema einfach ausprobieren kann. Ja, das ist ganz wichtig, beides, dass man einmal die Instrumente hat. Und sich dann auch aussuchen kann. Bei manchen wird es vielleicht Musik sein statt Malen oder was weiß ich. Es könnte auch Singen sein oder Tanzen. Tanzen, was weiß ich, ja. Und bei die andere Seite ist eben die, dass jemand da ist, der es begleitet. Ich glaube, das ist schon wichtig. Mhm. Also, dass man mit jemandem sprechen kann. Das muss nicht unbedingt ein Profi sein und kein Psychotherapeut, sondern einfach, dass jemand da ist, in deinem Fall eben, der das schon durchgemacht hat. Mhm. Das ist ja immer sehr gut, wenn jemand schon mal Erfahrung hat in diesen Prozessen und der einen dann nicht nur den Raum halten, sondern auch Inspiration geben kann wie soll ich sagen, ja, irgendwie auch möglicherweise Ideen oder halten von was genau, genau. Also ich habe ja dann selber auch noch, ich bin wahnsinnig viel im Wald spazieren gegangen und habe dann teilweise auch bestimmte Meditationen gemacht, die mir geholfen haben, wo ich dann auch gelernt habe, mich mal, also das habe ich nie in meinem Leben vorher gemacht, ich hatte dann so eine Heilungsmeditation, wo es darum ging, sich einer größeren Kraft anzuvertrauen. Ich habe jedes Mal, wenn ich die Meditation gemacht habe, habe ich nur geweint, weil das für mich so überwältigend war, einfach das mal quasi abgeben zu können und mich anvertrauen zu können. Und habe aber gemerkt, es tut so gut. Das war jetzt erst in den letzten Monaten, das ist noch gar nicht so lange her.
Und vorher habe ich eher in der Natur dann einfach Orte gehabt, wo ich stehen bleiben konnte. Und ja, in der Natur darf einfach jeder sein, wie er will. Und das ist in Ordnung. Und also, aber es hilft auch weiter trotzdem. Also. Ach, das war wunderbar, mit dir darüber zu sprechen. Und ich möchte jetzt gerne, du hast ja auch eine Webseite. Ich weiß nicht, ob du diese Sachen da drauf hast. Ja. Aber zumindest können Menschen mit dir in Kontakt treten, die interessiert wären, von dir ein bisschen Inspiration und Hoffnung und Leitung und Führung, sagt man, glaube ich, oder Begleitung war das richtige Wort, zu bekommen. Magst du das mal kurz sagen, was deine Webseite ist? Die Webseite ist blüm-training.de. Blüm schreibt man mit UE und ohne H. Vielleicht können wir es einfach auch dann nochmal genau, das kommt sowieso mit rein. Ja. Und da ist eine Seite Intuitives, die ist im Moment nicht ganz aktuell. Ich habe die Malprozesse am Anfang Aufstellungen mit Farben genannt, weil ich vom Prozess mich so sehr an Aufstellungen erinnert gefühlt habe, weil sich es ähnlich anfühlt, dieses immer wieder mit dem Thema verbinden und dann dieser inneren Bewegung zu folgen. Aber vom Setting her ist es keine Aufstellung. Von daher nenne ich es jetzt einfach nicht mehr Aufstellungen, sondern nur Malprozesse. Das ist auf der Homepage noch nicht aktualisiert. Aber ansonsten steht da schon ein bisschen was dazu da und sind auch ein paar Bilder drauf. Bei blüm-training.de/intuitives heißt es, glaube ich. Ja. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir und hoffe, dass es möglichst viele Menschen sehen und sich inspiriert fühlen und auch gestärkt fühlen, dass wir selber eine Möglichkeit haben, dass wir nicht Opfer sind von irgendwas, was von außen oder sonst wo auf uns zukommt, und wir auch nicht unbedingt jemanden brauchen, der genau weiß, was du da brauchst, nämlich in deinem Fall einen Hals aufschneiden, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt und wo man selber seine eigene Heilung, sein eigenes Sein in die Hand nehmen kann. Und das hast du wunderbar ausgeführt und ich danke dir ganz, ganz arg dafür. Danke dir. Danke für dein Interesse. Ja, ne, das hat mich total überzeugt, als ich das gelesen habe. Ne? Und ich denke, das ist etwas, was heutzutage die Menschen bräuchten. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, welche Kräfte, inneren Kräfte wir haben. Ne? Sondern wir denken immer, wir sind abhängig von irgendwelchen äußeren. Es hat auch mit der Zeitqualität zu tun, nicht? In die vergangenen 100 oder wie viele Jahre haben wir auch von Naturheilung immer mehr letztendlich weggeführt. Und die wenigen, die es dann noch machen, die werden dann ja oft gesehen als wie Quacksalber oder sonst irgendwas, nicht? Und dass wir aber erkennen, an Beispielen, das ist ja das Beste, an der Evidenz, dass es möglich ist, nicht? Und das finde ich das Wichtige von der Botschaft, die wir heute mitgeben können. Ja, offensichtlich erreicht sie viele. Danke.